Herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir stellen euch heute die mobile Anwendung von lightinthebox.com vor. Das ist ein internationaler Großhandel mit weltweit gleichen Preisen und wir zeigen euch heute den mobilen Ableger hier, in der man natürlich auch die einzelnen Produkte bestaunen kann, Sachen in den Warenkorb legen kann und natürlich auch dann einen Kauf hier durchführen kann. Es gibt auf der Startseite gleich unterschiedliche Kategorien. Ganz, ganz großer Bereich ist Hochzeiten und Feste, aber auch Haus und Garten und danach folgt dann eigentlich Mode allgemein, Schmuck und Uhr. Elektronik, Telefone und Tablets, zum Beispiel Gesundheit, Kosmetik oder auch Schuhe, Spielzeug, Sport, Freizeit, Apple-Zubehör ist noch mit dabei und Saisonangebote oder Sensationsangebote gibt es ebenfalls. Und wir zeigen euch heute einfach mal eine Kategorie zufällig hier, klicken wir einfach mal drauf. Es gibt dann noch die Möglichkeit, oben eine Sortierfunktion vorzunehmen oder auch die nach speziellen Produkten zu verfeinern, um letztendlich natürlich die Telefone oder Smartphones sind es ja hier in diesem Fall angezeigt zu bekommen, die einen letztendlich interessieren. Das ist also eine normale Filterfunktion. Und die einzelnen Detailseiten, die sind dann auch ganz schön aufgebaut. Es gibt dafür oben erstmal ein Bild bzw. mehrere. Man kann es natürlich zum Warenkorb hier hinzufügen in der richtigen Farbe und Größe. Das muss natürlich noch gewählt werden, so viel Zeit muss sein. Und darunter gibt es noch ähnliche Produkte angezeigt. Die einzelnen Detailseiten sind dann aber insgesamt eigentlich ähnlich aufgebaut. Also wenn wir nochmal ein anderes aufrufen, ihr seht natürlich, Bilder und Inhalt ist anders, aber ansonsten sind die einzelnen Produkte hier doch recht ähnlich und deshalb ist es auch relativ einfach zu verstehen, hier letztendlich diesen Einkauf hier vorzunehmen. Wie gesagt, das ist die Startseite, darauf waren wir schon. Es gibt dann hier noch den Bereich Verlauf, da sieht man, welche Artikel man betrachtet hat im Detail. In der Mitte gibt es die Angebote, die Special-Angebote, also was derzeit reduziert ist und dann noch Kurzzeit reduziert ist. Dann gibt es den Bereich Mein. Dort gibt es die Möglichkeit, auf die eigenen Bestellungen, Favoriten zurückzugreifen, das Adressbuch oder auch auf das eigene Konto. Und rechts gibt es noch ein paar Einstellungen. Da kann man zum Beispiel Landsprache und Währung wählen. Da das Ganze ein internationaler Laden ist, ist das ein bisschen größer. Darunter gibt es noch ein paar Informationen zu Light in the Box on the Go, also zu anderen Apps. Und natürlich sind auch die obligatorischen Informationen wie die AGB und das Impressum nicht weit. Den Warenkorb findet man immer übrigens immer oben rechts. Da müsst ihr einfach auf diesen kleinen Warenkorb, auf den Einkaufswagen klicken und dann werden hier auch die einzelnen Produkte aufgelistet nach der kurzen Ladezeit, die man hier hinzugefügt hat. Ich habe da vorhin schon mal was hinzugefügt und der Gesamtwert wäre jetzt hier 204 Euro und man könnte natürlich die Bestellung jetzt hier zum Beispiel via PayPal abschließen. Das war es dann aber auch schon von uns und von unserem Review zu Light in the Box. Die Internetseite gefällt mir persönlich ziemlich gut und die mobile Anwendung ist hier auch vorbildlich gestaltet mit einem schönen Design und einer einfachen Bedienungsmöglichkeit. Das war's aber von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.